Hier sind wir bei Megamobil. Schwarz ist ja so eine Farbe, die mich irgendwie anzieht, ne? Mit ausgestellten Extras sind wir hier bei 81.392 für einen Mega Classic 600, der aber leider auch schon verkauft ist. Steht schon dran. Messe läuft erst seit einem Tag. Dann schauen wir doch mal schnell rein, machen mal einen schnellen Rundumblick. Megamobil bin ich auch noch nicht drin gewesen. Ja, auf Peugeot-Basis, Peugeot Boxer. Sehr offen gestaltet hier, dadurch, dass da kein Schrank ist, kein Kühlschrank, der komplett hochgesetzt ist, kann man durch die ganze Fahrzeugachse durchgucken. Sehr warme Farben mit dem Anthrazit der Arbeitsplatten und der Schrankoberflächen gut abgestimmt. Kühlschrank ist der jetzt auch im Doppelanschlag? Hat er. Schön gemacht hier. Das fasst sich richtig warm an, ist auch ein bisschen weicher gepolstert hier. Seitenfenster habt ihr dort nicht, dafür Heckfenster und auch die, das müssen wir uns hier mal angucken, die Hecktüren sind auch gut gepolstert. Nasszelle, schön mit einer ganz einfachen Lösung. Man muss nicht immer das Klappbad haben. Hier ist es einfach eine Duschtrennwand, die hier aufgesetzt ist und schon ist der Part abgetrennt, wo die Toilette ist. Allerdings wird dieses Möbeldekor natürlich immer nass, ne? Unten auch der Heizungsausströmer, der da mit drin ist. Da muss man sich überlegen, ob man da nicht vielleicht doch noch mal irgendwas Vorhangtechnisches hier reinbringt. Ansonsten heißt es immer putzen, ne? Aber sonst finde ich das schön gemacht. Richtiges kleines Fensterchen oben drin, dass auch die Luft, die Feuchte richtig abziehen kann. Großzügiges Bad, kann man nicht anders sagen. Sitzgruppe, wie man das so kennt. Hier ist dann aber auch schon gleich für den Fernseher Strom und alles hergelegt, dass man hier noch einen Fernseher montieren könnte. Natürlich das übliche Spiel. Da haben wir dann auch hinter dem Cover versteckt sozusagen einmal das Panel, wo wir dann Frischwasser, Abwasser, die Batteriestände abrufen können. Das dürfte die Truma-Heizung sein. Jo. Da haben wir alles. Raumklima. Raumklima ist ausgeschaltet. Das soll auch ruhig so bleiben. Wieder zurück. Warmwasser. Warmwasser ist auch ausgeschaltet. NetX-App kann man dann auch machen, ne? Dass man über Smartphone oder Tablet sich dann per App verbindet und das Ganze dann auch remote steuern kann. Das finde ich auch mal schön, dass hier wirklich ein Einlegeboden da drin ist, weil das ist ja schön immer mit den hohen Fächern. Wenn man dann aber bei den hohen Fächern quasi den Luftraum darüber verschenkt oder das alles übereinander stapelt, ist das nicht sonderlich zugänglich. Hier haben wir jetzt ein kleineres Fach unten, ein etwas größeres Fach oben und können das Ganze dann auch beim Einlegen sortieren. Ich finde das Fach immer noch die bessere Lösung als hier irgendwo ein Frontfenster, weil ich mag auf den Stauraum hier vorne echt nicht verzichten. Ja, das ist eigentlich noch Stand 7er Modellreihe. Vom Lenkrad her, vom Cockpit her, von den Luftausströmern. Das ist auch der normale Stand, denn die 8er Serie bei Fiat ist ja auch oftmals gar nicht lieferbar. Und viele, viele Fahrzeuge sind noch im Vorlauf. Auf Lode AT1 steht da. Das ist eine schöne Farbkombination. So ein bisschen Goldbronze mit den Lode MT1. Die sind auch nicht ganz so aggro. Die dürften auch vom Abrollgeräusch her noch ganz okay sein. So, dann schauen wir doch mal auf die Ausstattungsvarianten. Haltet euch das gerne an, macht euch gerne ein Standbild. Peugeot Boxer 599er Länge,
Grundpreis 64.980. Die Graphitgrau-Metallic-Lackierung ist dann mit 850 extra. Stoßfänger in Wabenfarbe, nochmal 440. Anhängekupplung kostet 854 Euro Aufpreis. Die Markise mit 1420. Was im Alpine-Paket drin ist, weiß ich nicht im Detail. Aber wir sind bei 2,7. Die Borbet Leichtmetallfelgen, die wir eben gerade so schön bewundert haben, schlagen mit 3.000 Euro zu Buche. Solarsystem mit MPPT-Regler ist jetzt gar nicht angegeben, wie groß. Wir gucken gleich mal aufs Dach. Ist nochmal 1.070. LED-Regenrinne 220. Elektrisches Ablassventil 300. Eine Klesana ist verbaut hier. Oh, das gucken wir uns gleich nochmal an. Die Klesana ist alleine 2.000 Euro. Dass man das noch als extra macht. Ne? Ladebooster schaut, 490 Euro. Bei Euro 6 Fahrzeugen ist ein Ladebooster eigentlich Pflicht. Wie wollt ihr denn sonst eure Aufbaubatterie vollkriegen ohne Ladebooster? Na ja, gut, Solar, aber das kann es ja wohl nicht sein. Ne? So, aber hier ist tatsächlich eine Klesana verbaut. Das müssen wir uns ja nochmal angucken. Ja, stimmt. Da steht nämlich auch Klesana. Wer es nicht kennt, ist schon oft genug vorgestellt worden. Hier sind Tüten drin. Diese werden elektrisch verschweißt, wenn ihr mit eurem Geschäft dann fertig seid. Und das könnt ihr dann ganz normal im Hausmüll entsorgen. Ist für manch einen eine sehr interessante Alternative, weil man es natürlich nicht mit Kassetten zu tun hat, die man entsorgen bringen muss, sondern das kann man ganz normal in den Hausmüll dann entsorgen. Das ist für den einen oder den anderen genau die richtige Lösung. So, hier haben wir, um nochmal die Megamobil abzurunden, den Mega Reaktiv 680 auf MAN. Da sind wir schon gleich bei 99.000 mit allen Extras. Macht euch gerne ein Standbild. Grundpreis sind 73.000. Hier gibt es dann aber auch eine Automatik. Das ist ja bei den Fahrzeugen aus Sevel aktuell so ein bisschen ein Problem. Eigentlich hat nur Fiat die Automatik im Programm und die Fahrzeuge, die mit Automatik bestellt werden, sind überwiegend nicht lieferbar. Schauen wir uns mal die Frontmaske an. Schöne Farbe. Schwarz macht sich irgendwie gut. Ja, hier haben wir ein Hubbett, wie man unschwer erkennen kann, weil ansonsten würde man in der Höhe sicherlich nicht schlafen. Das ist aber natürlich ganz klasse, wenn man ein bisschen Stauraum darunter haben möchte. Ne? Da könnte man auch noch mal ein Motorrad einladen und dann am Zielort wieder ausladen und ist dann mobil. Hier scheint eine Trockentrenntoilette drin zu sein. Sind also bei Megamobil durchaus mal andere. Jawohl, da haben wir eine Trockentrenntoilette. Kann man schön sehen hier, dass hier bei Megamobil gerne auch mal andere Toilettenkonzepte mit eingebaut werden. Hier ist auch der Fernseher schon mal verbaut. Und dann haben wir noch eine Mega Lounge. Das ist dann die Zwischengröße wieder auf Peugeot Boxer Basis. Mega Lounge 640er Länge. Beginnt bei 71.000 Euro. Mit den ganzen Extras, die hier drin sind, sind wir dann aber bei 92.000. Und hier haben wir mal ein ganz anderes Raumkonzept. Das finde ich ja auch mal pfiffig. Wir gehen direkt auf die Dusche zu. Haben hier auch wieder eine Klesana drin. Und haben dafür hinten ganz andere Aufteilung. Kühlschrank mit extra Flaschenfach darunter. Und da hätte ich gedacht, dass das ein Kleiderschrank ist. Nee, das ist ein Fach. Schrank mit Fächern. Fernseher ist rausziehbar hier. Das Heki ist jetzt mal hier in die Mitte des Fahrzeugs gesetzt. Haben wir da drüben noch einen? Das sieht mir nicht danach aus. Aber hier haben wir eine schöne Rundsitzgruppe, ne? Das ist natürlich vom Raumgefühl her mal was ganz anderes. Wenn man dann abends zu Bett will, wird einfach dann das Bett runtergefahren. Das setzt dann hier auf, hat man keine große Umbauerei. Das Bettzeug kann sogar oben drauf bleiben, dass man das dann so auch aus dem Weg hat. Und man hat hier tagsüber eine richtig schöne Arbeitsfläche. Da kann man es auch mal bei schlechtem Wetter ganz gut aushalten. Mit Ausblick, wir haben auf beiden Seiten Fenstern, nach hinten raus Fenster. Alle Achtung,
So, das ist das Ganze nochmal von hinten betrachtet. Auch die Heckgarage ist ganz anständig. Ist natürlich nicht ganz so hoch, weil wir hier noch Ablagefächer dann drin haben. Wir schauen uns nochmal das Dach von oben an. Da seht ihr, dass das Heki dann in der Mitte montiert ist. Was auch bei diesem Grundriss absolut Sinn macht. Und dann haben wir nochmal vom Mega Reaktiv auch nochmal die Dachansicht. Denn da sind ja nun auch Solarpanels verbaut. Ja, also für die Megamobile, das habe ich nämlich bei den letzten Messen nicht geschafft, hat es sich schon gelohnt. Es gefällt mir sehr schön hier mit der Verkleidung, das ist deutlich hochwertiger. Gucken wir auch noch mal die Heckverkleidung hier beim Boxer. Da ist auch eine anständige Überlappung dann drin. Das dürfte also auch nicht so zugig sein. Ja, wenn wir uns das hier angucken, da geht ja da das Ganze richtig übereinander. Das schauen wir uns noch mal von innen an. Und das ist ja immer so eine kleine Schwachstelle, dass es durch diese Ritze hier zieht. Dadurch, dass das Ganze hier so rübergezogen ist, glaube ich, das dürfte schon wesentlich besser abgedichtet sein und einem nicht so ein zugiges Gefühl hinterlassen. So, das war Megamobil in Hamburg auf der Reise und Caravaning. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da, wer ihn nicht abonnieren will. Ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos.